Schwere Knochen, alle nicht mehr so schnell unterwegs. Und die Gegner kommen gerne mal einen Schritt zu spät. Auch hier bei Tuna Dennis wieder, hat sich da die Hüfte gehalten. Immer noch, hat er wirklich Schmerzen. Hey, sorry. Hey. Hallo? Hallo? Excuse me, could you get the papers for us? That would be great. Just real quick. One sec. So abseits gewesen. Tuma. Zurück zu Tuna Dennis, der sich wieder fallen lassen hat. Herr Zuzinjewski macht noch einen Haken. Nimmt wieder Tuna Dennis mit. Mit dem Pass in die Spitze, der ist super, der Pass zu Ronny Marcos. Wer gewinnt das Laufduell? Das ist jetzt die Frage. Und dann muss es die nächste gelbe Karte geben. Also, ja, so ist es auch. Nächste gelbe Karte für Grafica. Super, super Lauf von Ronny Marcos. Genauso gut wie der Pass von Tuna Dennis. Und dann wird er in letzter Sekunde gefällt vom Gegenspieler. Und weiter geht's mit dem Freistoß. Freistoß, Kickers Offenbach. Serkan Firar steht bereit. Serkan Firar hat mit links auf den kurzen Pfosten etwas zu kurz gezogen. Abpraller landet bei Davut Tuma mit links. Aber abgeblockt, dieser Versuch aus der zweiten Reihe. Nochmal Serkan Firar. Mit rechts in den Strafraum zu Zuzinjewski. Leicht über den Scheitel gerutscht. Ball immer noch nicht ganz draußen. Serkan Firar holt sich nochmal zurück. Mike Vetter zu Firar. Firar auf der rechten Seite. Und zurück zu Mike Vetter. Ja, der OFC langsam richtig gut ins Spiel gekommen. Zwei sehr große Chancen schon. Tramontana mit dem Pass zu Jason Breitenbach etwas zu hoch angesetzt. Kommt da nicht ganz dran. Ball landet im Seitenaus. Einwurf Grafica Belgrad. OFC ordnet sich gut, passt mit dem Außenriss, der Versuch auf die linke Seite von Grafica, aber Serkan Firar passt auf. Flo Bojay. Und rechts geht Serkan Firar. Hat geschrien, er will den Ball haben. Bekommt er jetzt auch, von Tuna Dennis gefüttert. Jetzt zusammen mit Hüseyin Bacic auf der rechten Seite. Wird geschickt und der Ball doch mal zurück zu Serkan Firar. Das war nicht optimal ausgespielt. Grafica holt sich den Ball zurück. Und versucht es dann nochmal über die rechte Seite. Über der Mittellinie sind jetzt schon dann der Pass in die Spitze. Super von Ronny Marcos. Also da beweist er wieder mal, wie schnell er ist. Tuna Dennis zu Zuzinjewski. Der nimmt Dennis Hüseyin Bacic mit. Hat ein bisschen Platz im Zentrum. Spielt ihn rechts raus zu Mike Vetter. Hinterläuft jetzt. Serkan Firar nimmt den erstmal auf. Wieder zu Hüseyin Bacic. Zu Firat. Und jetzt spielen sie ein bisschen Doppelpass. Ja, das haben sie oft geübt im Training, so im Eckchen. Ein Kontakt. Ein paar Tunnel eingestreut. Könnt ihr euch nochmal angucken, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Toller Pass jetzt in die Spitze zu Mike Vetter. Fahne bleibt unten. Flanke kommt rein, etwas zu hoch für Hosina. Abpraller landet bei Flo Bojay und Kickers hat seit 10 Minuten gefühlt Ballbesitz. Macht das wirklich gut. Hin und wieder mal ganz kleine Ballverluste, den holen sie sich aber schnell wieder zurück. Breitenbach jetzt. 10 Mann. Über der Hälfte. Tuna Dennis. Mit dem nächsten weiten Pass. Auf Mike Vetter. Toll gespielt. Vetter. Alleine gegen 2. Zu Hüseyin Bacic. Serkan Firar ist noch draußen. Hüseyin Bacic mit der Hereingabe. Wird nochmal abgefälscht.
Erstmal rausgeklärt. Kopfball zurück. Mike Vetter mit dem Schuss, aber wieder abgefälscht. Dennis Hüseyin Bacic kommt nochmal dran. Legt den Ball ab. Zu Tuner Dennis. Immer noch Dennis. Ja, muss den Ball erstmal wieder finden. Schafft das dann. Wird geschubst. Reicht aber nicht für einen Foul. Und dann kriegt er den Ball an die Hand. Es gibt Freistoß für Grafica. Also. Da hätte er lieber einen Freistoß für sich gesehen. Wie natürlich auch. Stattdessen gibt es einen Freistoß nach Handspiel für Grafica Belgrad. Bleiben auch erstmal am Ball. Also, es ist wirklich erstaunlich, wie viel Power hier der OFC noch auf den Platz bringt nach ja, 7 Tagen Trainingslager. Gehen hundertprozentig in jeden Zweikampf. Klar, das will das Trainerteam natürlich auch sehen und werden belohnt. Hosina mit dem Schuss und mit dem Tor und es steht 1:0 für den OFC. Tolles Gegenpressing. Wird belohnt mit einem Tor und wieder ist es Philipp Hosina. Zweites Spiel im OFC-Dress, zweites Tor für den Neuzugang von SG Dynamo Dresden. Mann, was bin ich froh, dass wir den jetzt haben. Super Tor von ihm, gut dazwischen gegangen. Tuma aber gut geklärt im Endeffekt. Gibt den Eckball. Ecke für den UFC. Tuner Dennis wird ihn ausführen mit rechts. Und es ist wirklich windig, also es ist nicht unbedingt planbar, wo die Bälle immer genau hinfliegen. Kommt gut auf den zweiten Pfosten, fast im Tor und dann ist es eine Abseitsposition. Fast das Eckentor von Tuner Dennis, aber auch nur fast. Schade, 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 schade. Somit bleibt es aber beim 1:0. So ihr Lieben, dann melde ich mich jetzt auch mal. Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt es gesehen, wir haben Riesenprobleme gehabt. Wir haben eine Stunde vor Spielbeginn schon ganz sauber gesendet und dann ja, ist uns hier die Internetverbindung abgebrochen. Und dann kam hier der Hoteltechniker und hat hier am Internet noch schwer rumgeschraubt, hat es jetzt wieder zum Laufen gebracht. Aber in der Zwischenzeit musste ich natürlich erstmal alles versuchen. Wir haben dann über ein Handy versucht, über einen Hotspot, damit ihr überhaupt was seht oder hört, das zu machen. Das heißt, ich musste das Bild verändern, kleiner machen, die Qualität kleiner machen und so weiter. Deswegen war alles verschoben. Jetzt scheint aber alles zu laufen, denke ich und hoffe ich doch. Und ihr seht, wir haben hier auch schlimmsten Sturm. Und ja, wir stehen hier 10 Meter hoch und da kommt noch eines dazu. Unser Kameramann musste ja gestern abreisen. Das heißt, wir haben jetzt hier freundlicherweise aus Göckmans Team jemanden bekommen, der hier ganz lieb für uns einfach mal eingesprungen ist. Aber ist natürlich kein Kameramann in dem Sinne, aber er macht das, denke ich, erstmal den Umständen entsprechend gut. Das ist der Kamil, ganz, ganz herzliches Dankeschön. Also ja, schlimmer könnte es eigentlich alles jetzt gar nicht sein. Wie gesagt, schlimmster Sturm, Internet, das Kabel ist total ausgefallen. Das muss man sich hier vorstellen. Die haben ein Kabel hier über 75, 80 Meter gelegt in einen Raum rein. So, und dann haben sie da jetzt also neu gebastelt. Und ich denke und hoffe, dass jetzt alles sauber ist. Die Zeit konnte ich natürlich auch nicht nehmen. Und jetzt gucken wir mal, machen wir das Beste aus der ganzen Geschichte. 1:0 steht's. Hosina hat getroffen. Wir haben das alles auch aufgezeichnet. Das heißt, wir können auch für die, die es nicht gesehen haben, das Tor noch nachliefern, dann später. Also da habt ihr jetzt erstmal in Anführungszeichen nichts verpasst. Das kriegen wir dann noch hin. Aber wir sind natürlich schon genervt, denn wir haben um 7.50 Uhr deutscher Zeit heute hier schon angefangen aufzubauen, ja, und haben dann hier in Eiseskälte und windigen Höhen zugebracht. Ja, und ihr merkt es ja selbst, hier wackelt alles, hier ist es richtig kurz vorm Orkan, also über 70 Stundenkilometer ist hier angesagt worden, Sturmböen. Nur gut, jetzt will ich nicht mehr reden, jetzt schauen wir aufs Spiel und ja, dann hoffe ich, dass wir das jetzt alles hier sauber über die Bühne bringen können. Aber ihr hört es ja selbst, was hier los ist. Ja, Lars, gut, dass du es nochmal erklärst. Tut uns natürlich leid, aber wie gesagt, jetzt läuft es ein Glück. Und wir hoffen natürlich, dass es auch weiter so läuft.
Und wir hoffen natürlich auch, dass es auf dem Platz weiter so läuft. Der OFC führt nämlich ein 1:0 nach dem Tor von Philipp Hosiner, was er super gemacht hat. Nach dem Pass von Serkan Firat, glaube ich, war es im Endeffekt. Und ich möchte diese Chance nutzen, um die ersten Grüße mal auszulassen, und zwar von Till Fiedler. Er grüßt die Bärschbuben und Biber West. Und da schließe ich mich doch gerne, gerne an. Also, liebe Grüße an die Jungs. Und weiter geht's hier mit dem Spiel. Serkan Firat zu Hüseyin Bašić. Immer wieder super, dass das klappt. Und dann der Ball in den Rückraum. Schade, schade. Hosiner wäre wieder da gewesen. Stattdessen Grafica. Ja, mit dem versuchten Konter, aber Mike Vetter macht das dann sehr gut. Und Serkan Firat mit aller Ruhe holt sich für den OFC wieder den Ball zurück. Breitenbach zu Bojai, zurück zu Breitenbach. Und der OFC lässt den Ball super laufen. Jelinecki in die Spitze, aber etwas zu hoch für Tuma. Kann Grafica klären mit einem Kopfball zurück zum Torwart. Um nochmal nachzutragen, es ist etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt jetzt. Nach, weil die Zeit oben im Stream noch nicht beachten, also 0:00 stimmt natürlich nicht. Anpfiff war um 15 Uhr, ich glaube, der Schiedsrichter hat ein, zwei Minuten früher sogar angepfiffen. Und ja, so dass ihr auf dem neuesten Stand seid, 1:0 Kickers Offenbach. In der 33. Minute befinden wir uns jetzt. Ist also noch eine knappe Viertelstunde zu spielen in dieser ersten Halbzeit. Nachtragend nochmal zu erwähnen, Grafica spielt sehr körperlich, spielt mutig mit nach vorne, wirklich frech und sehr offensiv. Aber auch der OFC macht das hervorragend, wirklich. Auch im Gegenpressing schnappen sie sich immer wieder den Ball schnell zurück. Haben schon das eine Tor geschossen durch Philipp Hosiner und machen seit etwa 15 Minuten hier auch wirklich, ja, dominant das Spiel. Grafica jetzt mal mit einem Ballbesitz. Ja, schaffen das dann gut, sich aus hinten aus der Verteidigung rauszukämpfen. Und dann gibt es einen Freistoß, tun der Dennis, der das Bein dazwischen stellt. Ja, und der Schiedsrichter hat eine Sache, die er immer gerne macht. Und zwar ist das bei Freistoßen wirklich darauf zu achten, wo genau der Ball liegt. Das war jetzt schon die fünfte Situation, in der er das gemacht hat. Immer wieder zurückgepfiffen die Aktion, um dafür zu sorgen, dass der Ball auch an der richtigen Stelle liegt. Na gut. Jetzt müssen sie aufpassen hier. Mal durchgekommen, der Ball. Tuna Dennis mit dem Ball zu Hüseyin Bašić und dann macht das Grafica gut. Im Endeffekt ist ein Tramontana da. Mit einer super Fußabwehr. Die erste Glanztat von ihm in diesem Spiel. Bisher noch nicht viel zu tun gehabt, aber wenn er da ist, ist er da. Der Mann in Neongrün. Gut getarnt da auf dem Feld. Super Aktion von Angelo Tramontana, der heute von Anfang an dran durfte. Ball in die Spitze, super Pass da in Richtung Davutuma. Gute Mitnahme auch mit der Brust, aber dann ist er dann alleine gelassen. Gegen drei vorne. Gibt den Freistoß für Grafica. Nach einem Offensivfoul wurde entschieden vom Schiedsrichter. Diesmal lag der Ball auch an der richtigen Stelle, also keine Sorge. Weiter geht's. Ball in die Spitze, aber da ist Jason Breitenbach, macht das dann gut. Guter Körpereinsatz. Ja, jetzt wartet er, bis ein Mitspieler hinkommt. Stattdessen kommt Grafica an den Ball. Über die rechte Seite schon an der Grundlinie mit der Flanke. Sebastian Jelinecki macht das super und klärt den Ball. Gibt sogar Abstoß. Ja, und ich bin heilfroh, dass wir es jetzt haben mit der Technik. Also, dass da wirklich ein Gerumpel und Gerappel. Ja, herzlichen Dank auch, dass Sie an der Hoteltechnik da noch ausgeharrt haben und hier dann nochmal alles neu installiert haben, dass wir jetzt doch noch Internet haben. Herzliches Dankeschön hier ans Spice Hotel, aber auch an den Karl Mill, der hier eingesetzt wurde. Hier, das ist wie gesagt überhaupt kein Kameramann, der ist ja gestern schon abgereist. Der versucht sich jetzt hier eine Kamera, macht das, denke ich, ganz gut. Herzlichen Dank. Und da wollen wir schauen, jetzt nochmal Gefahr, nee, dann ist abgepfiffen. Ja, und herzlichen Dank vor allen Dingen Plutos Vermögensverwaltung, die heute hier das Spiel präsentieren. Ganz herzlichen Dank an Kai Heinrich und sein tolles Team. Jetzt schauen wir mal, 1:0 für der OFC, für die, die später eingeschaltet haben. Hosiner hat getroffen. Ja, da hast du ganz recht. Abstoß misslungen, aber Tramontana ist da.
macht das dann gut, holt sich den Ball zurück. Jetzt können wir noch mal sehen. Und jetzt muss ich gerade mal abwarten. Jetzt ist gerade eine Sache passiert. Warte mal ganz kurz bitte. Nee, aber nicht. Jetzt war da gerade ein Problem. Also, weiß gar nicht. Ich glaube, das ist die Diskussion irgendwie Handspiel oder nicht. Tramontana hat den Ball auf den Boden gelegt. Und dann ist es Handspiel Zieliński, Elfmeter für Grafica. Also. Kleiner Abstimmungsfehler mit dem Schiedsrichter auch. Wissen gerade nicht genau, was er da meint. Jetzt gibt es den Elfmeter also für Grafica. Die Chance für sie zum 1:1 auszugleichen. Also die Situation müssen wir im Nachhinein nochmal überarbeiten. Hab nicht genau gesehen, wie das genau passiert ist. Elfmeter gegen Tramontana, machen sie rein. Und es steht 1:1. Und Tramontana kriegt noch die gelbe Karte. Ja, das Tor haben wir auch nochmal. Ja, macht er ganz souverän links rein, schickt Tramontana in die andere Ecke. Und das war wirklich die Entstehung zu diesem Elfmeter. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Also das müssen wir uns nochmal angucken. War auf jeden Fall ein Handspiel im Endeffekt von Zieliński. Aber weiter geht's. OFC hat trotzdem dieses Spiel noch in der Hand. Macht das bisher sehr gut. Zieliński zurück zu Tramontana. Der zu Jason Breitenbach. Ja, und jetzt hat natürlich Grafica auch wieder Blut geleckt. Müssen die Kickers aufpassen, dass sie jetzt hier das Spiel nicht aus der Hand geben. Tuner Dennis im Zentrum. Ja, kommt den Ball abgenommen. Dann ist Zieliński da. Brachial dazwischen gegangen. Klärt den Ball weit raus aus der Gefahrenzone. Bis über die Seitenlinie auf der anderen Seite. So, weil wir jetzt Grafica, OFC lässt erstmal kommen. Bojai der Erste, der gegen den Ball geht. Ja. Und dann gibt es den Beinschuss gegen Tuner Dennis. Toller Pass auf die linke Seite von Grafica zu Bacanin. Im 1 gegen 1 mit Mike Vetter. Macht er sehr gut, Mike Vetter. Und dann die gute Eröffnung auf die rechte Seite. Serkan Firat. Konter läuft für den OFC. Immer noch Firat. Mit Hinterlaufen von Dennis Hüseyin Bacic. Immer noch Serkan Firat. Wann kommt der Pass? Serkan Firat weiterhin mit links. Hat den Ball. Ja, aber dann verhaspelt er sich am dritten Gegner. Ärgerte sich, klar. Trotzdem, super Laufweg auch mitgemacht von Dennis Hüseyin Bacic, der ihn da hinterlaufen hat. Beide mit viel Schnelligkeit. Ja, und Serkan ärgert sich da auf dem Feld. Schreit seinen Ärger nochmal in die Luft. Das ist super, das strahlt natürlich auch Ehrgeiz aus. Und jetzt gibt es hier die nächste gelbe Karte in diesem Spiel. Also langsam aber sicher fliegen sie nur so, die Karten. Tuner Dennis, der einfach mal mit dem Fuß drauf hält. Ja, das medizinische Team kommt jetzt nochmal aufs Feld. Von Grafica. Hoffentlich geht es auch für den jungen Mann weiter. Kann von hier nicht erkennen, wer es sein kann. Nächste gelbe Karte also in diesem Spiel. Diese geht an Tuner Dennis. Und ja, lasst euch nicht täuschen auf der Kamera. Tolles Wetter, Sonnenschein. Es ist auch wirklich wunderschön hier weiterhin. Ich sag's immer wieder gern, auch das Meer, die Brandung ist toll. Aber es ist nicht wirklich so warm, wie es aussieht. Es ist echt windig. Auch hier oben auf der Kanzel besonders. Wir haben hier alle dreilagige Klamotten an. Und es steht 1:1. Wir müssten jetzt so die 38., 40. Spielminute haben, Spielunterbrechung, wegen einer kleinen Verletzungspause nach einem Foulspiel von Tuner Dennis an gegen seinen Gegenspieler. Jetzt geht's weiter mit dem Freistoß gleich. Und Matthias Fetsch ist jetzt neu im Spiel.
für Zunay Dennis reingekommen, der sich erstmal, ja, hat sich bei der Aktion wahrscheinlich ein bisschen wehgetan. Also Matthias Fetsch jetzt noch im Spiel. Auch ein Spieler, der gerne viele Ansagen auf dem Platz macht. Gut rausgespielt da von Boyay und von Tuma. Beide mit der Hacke, dann der Pass in die Spitze, super gespielt. Hosina muss nochmal abdrehen, hat nicht genug Hilfe da vorne. Jetzt über den Rücken des Gegners zu Flo Boyay. Auf der rechten Seite viel Platz für Mike Vetter und Serkan Firat. Jetzt der Pass in die Spitze von Ronny Marcos, aber Grafica ist da mit dem Keeper. Schnappt sich dann den Ball aus der Luft. Hüseyin Bacic in der Mitte mit dem Ballgewinn. Immer noch Hüseyin Bacic. Super Pass dann rechts raus zu Mike Vetter. Zündet den Turbo. Mike Vetter hat den Ball auf dem rechten Fuß. Immer noch Mike Vetter. Mike Vetter geht aufs Tor. Immer noch Mike Vetter mit dem Abschluss. Schade. Gerade so gehalten, dieser Schuss. Und Jelinecki. Jelinecki macht es dann sehr gut. Wirklich mit seinem ganzen Körper dazwischen gestellt. Zwischen Ball und Gegenspieler. Und Kickers Offenbach schafft es, den Ball erstmal wieder zu behaupten. Gute Einzelaktion eben gerade von Mike Vetter, der zum Sprint angesetzt ist. Jelinecki mit dem Pass in die Spitze. Fahne ist oben. Gibt Abseits. Präsentiert von Luthors Vermögensverwaltung. Was ist denn überhaupt mit dem Vetter? Ja, wir schauen noch die Aktion nochmal an. Mike Vetter, präsentiert von Plutos, unserem starken Partner. Ja, das kennen wir von ihm, ne? Zündet einfach den Turbo, hat ja auch super Technik da am Ball. Geht dann durch und schafft es auch noch bis zum Abschluss. Leider steht der Torwart ganz gut im Torwart-Eck. Konnte dann nicht überwunden werden. Jelinecki mit dem Kopf zurück zu Tramontana. Super die Abstimmung. Und dann geht es weiter mit Mike Vetter. Zurück zu Jelinecki. Tramontana steht weiterhin 1:1 nach diesem Elfmeter von Grafica. Hüseyin Bacic. Tramontana links raus. Und da ist Breitenbach. Und dann erstmal raus. Dennis Hüseyin Bacic spielt mittlerweile eine defensivere Rolle, hat also die Rolle vom Tuna Dennis eingenommen. Vor ihm dann Flo Boyay und Matthias Fetsch. Und jetzt ist Halbzeit. Also, nach einem technisch holprigen Start haben wir das dann doch noch geregelt. Und der OFC hat gut angefangen. Sehr gut. Und hat es dann geschafft, zum 1:0 in Führung zu gehen durch Philipp Hosina. Etwa 10 Minuten später kam dann das 1:1 per Elfmeter für Grafica. Und die ersten 45 Minuten jetzt vorbei. Es ist ein körperbetontes Spiel, wie es auch zu erwarten war. Kickers jetzt in der Halbzeit. Wir hören uns in genau 15 Minuten wieder. Bis gleich, Leute. Yeah.
So, da sind wir wieder. So eine Halbzeit ist kürzer, als man denkt. Und wir sind wieder zurück. Halbzeitstand 1:1. Offenbach hier zu Hause in Belek gegen Grafica Belgrad. Ein Team aus der zweiten serbischen Liga. Da quasi das, ja, die zweite Mannschaft von Roter Stern Belgrad. Und die kennt man ja aus europäischen Wettbewerben. Und Co. Also, OFC super ins Spiel gestartet, hat auch geführt mit 1:0 durch ein Tor von Filip Hosina. Und dann kam Grafica nochmal zurück durch einen Elfmeter. Der Ball rollt wieder, zweite Halbzeit ist gestartet. Wir haben einige Wechsel vorgenommen. Lukas Hermes ist neu mit drin auf der rechten Seite anstelle von Serkan Firat. Außerdem ist Dejan Bosic jetzt im Spiel. Ganz als Stoßspitze ist für Filip Hosina reingekommen. Und hinten rechts hat sich auch was geändert. Mike Vetter ist raus und für ihn Vincent Moreno reingekommen. Also drei Veränderungen in diesem Spiel. Vor der Halbzeit noch wurde ja Tuner Dennis ausgewechselt. Für ihn also Matthias Fetsch neu im Spiel. Und Dennis Hüseyin Bašić nicht mehr so offensiv, hat jetzt die etwas defensivere Rolle eingenommen in der, im Mittelfeldzentrum. Tolle Flanke von Ronny Marcos gleich mal zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Aber rausgeklärt über die Torlinie, beziehungsweise über die Torauslinie. Ihr habt also Eckball für den UFC. Hier ist die zweite Ecke in diesem Spiel. Davut Tuma wird sie ausführen mit links. Das ist ja ein alter Lefty. So, das könnte doch jetzt hier schon mal ein Zeichen nach der Halbzeit sein. Davut Tuma mit links auf den kurzen Pfosten. Ja, wird nochmal abgefälscht. Und aus der zweiten Reihe dann Dennis Hüseyin Bašić. Rechts vorbei am Tor. Keine große Gefahr für den Kasten von Grafica. Und Matthias Fetsch fordert lautstark vorne bleiben. Direkt wieder ins Gegenpressing gehen. So, und jetzt, wo alles sauber funktionieren scheint, also danke auch nochmal an die türkischen Hoteliers sozusagen, die hier die Leitung, die Internetleitung geflickt haben, nachdem sie da ausgefallen ist, obwohl wir schon eine Stunde gesendet hatten, können wir jetzt auch wieder hier richtig schön genießen. Die Sonne ist da, aber der Sturm, der lässt nicht nach. Wir wibbern und frieren hier oben 10 Meter hoch. Aber was wir machen können, der Ball ist mal aus. Das Gewinnspiel TSW. Also auch heute gibt es wieder eine VIP-Karte zu gewinnen. Da seid ihr immer schon ganz wild drauf. Wir kriegen immer massenweise Einsendungen. Und das machen wir jetzt hier im Quickie-Stil. Also das machen wir jetzt alles ganz, ganz schnell. Die Quizspielfrage ist, ja, wir haben ja zwei Neuzugänge bekommen. Wo kamen die genau her? Also wer war das und wo kamen sie her? Schreibt an kickerstv@ofc.de. Was war dein letzter Verein? Und dann wird TSW Technoservice Weißbad, so ihr dann gewonnen habt, euch den Preis einer Webkarte zukommen lassen. Die wünsche ich mir auch doch. Schön oben im VIP-Bereich das Spiel gucken, Kickers sehen. Ist doch super. Fast so schön wie im Block. So, weiter geht's mit dem UFC. Moreno in die Spitze zu Bosic, lässt abtropfen, aber Grafica kann erstmal klären. Weiter geht's im Einwurf für uns. Das ist auch wieder Vincent Moreno, eingewechselt worden für Mike Vetter zur Halbzeit. Flo Bojaj zurück erstmal zu Zieliński. Tramontana bleibt auch für diese Halbzeit im Kasten. Dachte das noch als kleiner Nachtrag, ebenso wie ja, ist David Richter im ersten Spiel machte, ist er jetzt die 90 Minuten in diesem Spiel im Tor. Zieliński zu Hüseyin Bašić, der rechts raus zu Moreno, mit dem Pass in die Spitze zu Lukas Hermes, kommt nicht ganz an, aber Hermes bleibt dran und holt zumindest den Einwurf für die Kickers raus. Moreno nach vorne auf die Brust von Dejan Bosic. Grafica macht es dann aber bissig. UFC mit dem nächsten Einwurf. Zieliński zu Breitenbach. Der zündet mal den Turbo. Breitenbach Richtung Flo Bojaj. Muss sich noch einmal um sich selbst drehen. Schafft es dann mit Dennis Hüseyin Bašić sich rauszuarbeiten. Immer noch Hüseyin Bašić. Wird gezogen von hinten. Vorteil UFC. Hüseyin Bašić rutscht weg beim Pass. Kommt aber trotzdem an bei Ronny Marcos. Der zu Davut Tuma. Davut Tuma im 1 gegen 1, chippt den Ball noch weiter zu Ronny Marcos und dann gibt es die nächste Ecke für den UFC. Super! Und das natürlich präsentiert von Paddy Protect, unserem super starken Partner, die Ecke. Und die wird gleich hier reinfliegen.
Und dann sind wir gespannt. Na, was gibt's denn da? Der Schiri hat noch was zu reklamieren. Aber jetzt kann es dann endgültig losgehen. Das Ganze in der 50. Spielminute, die jetzt hier gleich überschritten wird. Na, jetzt pfeift er nochmal. Was ist denn hier los? Schade da, gute Eckenvariante finde ich. Lukas Herm ist dann mit dem Abschluss aus zweiter Reihe leider hängen geblieben an dem Rücken von dem Gegner. OFC aber schon wieder im Ballbesitz mit Tramontana, gibt den weiter zu Jason Breitenbach. Wird immer wieder direkt angelaufen, zurück zu Tramontana deswegen. Und dann nimmt Sebastian Zielinski mit, wieder zu Tramontana, jetzt rechts raus zu Vincent Moreno. Moreno zurück zu Tramontana. Auf der rechten Seite steht Moreno. Bekommt auch den Ball, geht vorbei am Gegner, wird dann aber ausgebremst, gibt den Einwurf für Grafica. Da sind sie gut dran geblieben und Grafica kommt noch in den 16er bis zur Grundlinie, aber gut geklärt im Endeffekt. Wichtig, dass da der Süße Imbacic noch dazwischen geht mit dem Fuß. Gibt die nächste Ecke in diesem Spiel. Oh, kalt. Ecke also für Grafica. Von der linken Seite mit rechts reingezogen auf den kurzen Pfosten, wird verlängert mit der Hacke. Ja, gefährlich, aber Zielinski ist da und dann ist es rausgeklärt von Hüseyin Bacic. Aber da ist natürlich keiner, der den Ball aufnehmen kann, deswegen erstmal wieder Ballbesitz Grafica Belgrad. Wieder zurückgespielt. Und dann bis ganz hinter zum Torwart nochmal. Gut, aber gepresst vom UFC. Zwingt also Grafica nochmal ganz von hinten anzufangen. Die ist dann aber gut machen. Durch die Mitte. Immer wieder nah dran am Gegenspieler. Dennis Hüseyin Bacic wird gezupft. Gibt den Freistoß für den UFC. Fetch. Oh, mit dem Pass nach hinten wird aufgenommen von Grafica Belgrad. Pass in die Schnittstelle, aber Ronny Marcos hat den Braten gerochen. Passt auf. Schnappt sich erstmal den Ball zurück für den UFC. Ja, aber die haben da hinten wirklich kaum Luft zum Atmen. Tramontana hat die Schnauze voll und jagt die Kugel erstmal vor, aber es ist in die Mittellinie. Gut gemacht dann von Dejan Bosic, der den Ball gut behauptet und abschirmt. Nochmal zurück zu Tramontana und die Räume sind eng. Also Grafica steht dann auch gut. Macht es dem UFC sehr schwer, sich hinten rauszuarbeiten. Einwurf. Und Matteja Vacanin, der Spieler mit der Nummer 25 bei Grafica, hat sich erstmal ein bisschen wehgetan, da bleibt ein bisschen auf dem Boden liegen nach einem Zweikampf mit Matthias Fetsch. Geht aber weiter für ihn. So, ich will mal alle unsere Heimkehrer grüßen. Die sind gut angekommen. Das freut uns, die Fans, die hier mit waren. Ihr merkt es, heute sind hier nur noch ganz, ganz wenige UFC-Fans da. Der ganz große Pulk ist heute Morgen um 8 Uhr gestartet. Und wir haben grünes Licht bekommen, sie sind alle gut nach Hause gekommen. Und sie schauen uns jetzt schon zu und sehen jetzt die offene Reckigas. Ja, über links mit Ronny Marcos. Jetzt kommt die Flanke vorne rein in den 16er. Also seid herzlich gegrüßt in Rot-Weiß. Und jetzt Ronny Marcos noch einmal. Da kommt die Flanke. Oh, hinterm Tordach geht er runter. Ja. Ja, schade, dass die Chance nicht geworden ist. Weil Bosic hat das echt gut eingeleitet da mit dem Pass auf die linke Seite. Hermes wäre rechts auch mitgegangen. Also die Umschaltbewegungen passen bei allen Spielern sehr gut, aber es gibt natürlich auch noch eine Verteidigung, eine gegnerische. Ist dann gar nicht so leicht, da einfach so durchzukommen. Und der UFC geht wieder früh drauf, stören den Torwart, zwingen ihn also zu einem weiten Ball. Vincent Moreno macht das dann klug, lässt den Ball ins Seitenhaus gehen, gibt den Szenenapplaus von Sreto Ristić, unserem Coach hinten an der Bank. Ich glaube, der Applaus galt ja, dem Pressing des OFC. Bosic kommt nicht ganz durch. Aber der Ball in die Spitze landet bei Jason Breitenbach. Geht auch nochmal sicher, spielt den Ball nochmal zurück zu Tramontana. Breitenbach
sucht dann mit dem Pass nach links, wird aber abgeblockt und Grafica kommt. Rechts viel Platz. Ronny Marcos geht dazwischen und dann gibt es die Berührung im 16er. Und es müsste eigentlich ja, eine gelbe Karte für die Schwalbe geben. So ist es auch. Naja, gut gesehen vom Schiedsrichter. Eine knappe Geschichte, gab aber keine Berührung im 16er. Deswegen nicht der zweite Elfmeter gegen den OFC. Weiter geht's mit dem 1:1. Und langsam aber sicher wäre ich empfänglich und es gibt die rote Karte. Ja. Für einen Spieler von Grafica Belgrad. Hat wohl ein paar Sachen zum Schiedsrichter gesagt. Und da gibt es für ihn glatt rot. Also. Naja, Grafica nur noch zu 10. Das ist. Da sind die Sicherungen durchgebrannt. Hier haben wir ihn gerade nochmal. Hier der Mann mit dem kurzen Haar. Nicht die Nummer 77, sondern die Nummer 28. Also jetzt raus, hat die rote gesehen. Ja, und da sind dann ihm mal die Sicherungen durchgebrannt. Hat wahrscheinlich vehement gemeint, dass es doch ein Elfmeter war. Das hat dem Schiedsrichter noch nicht gepasst. Jetzt ist die rote Karte steht. Und es geht weiter mit Überzahl Kickers Offenbach für den Rest der Spielzeit. Und das ist noch eine 35 Minuten mindestens. Also, bin gespannt, wie sie das hier verwerten können jetzt. OFC mit Matthias Fetsch. Wird aber gestoppt und Grafica kommt nochmal im Gegenzug. Flo Boyai macht das dann gut mit dem Stellungsspiel. Geht dazwischen. Ein Rückpass zum Torwart und jetzt kann draufgegangen werden. Bocic. Aber Grafica schafft es, sich erstmal hinten rauszuspielen. So, Kickers in Überzahl. Und Fetsch bekommt den Ball abgeluchst. Bleibt aber dran und schafft es zumindest, den Gegenkonter zu unterbinden. Tuma. Bark hat hier seinen Gegenspieler. Immer noch Tuma. Dann ja, macht das aber gut. Spielt den Ball zurück in die Verteidigung. Auch Grafica hat oft durchgewechselt gerade. Und der OFC geht vorne wieder drauf. Hat jetzt viel Platz. Und Fetsch mit der Hereingabe in die Mitte. Bosic. Und dann gibt es das Foul. Und den Freistoß für den OFC. Aus einer sehr vielversprechenden Position. Bosic hat sich da richtig gut reingeworfen und auch Hermes, der nochmal reinkommt in die Situation, wurde dann gefault, holt also den Freistoß raus für den OFC. Und Lars, wie wär's, wenn ich ihn jetzt mal reinbabble? Mach das. Also, Tuna Dennis hat es das letzte Mal gemacht. Von identischer Position, nur auf der linken Seite des Strafraums. Jetzt haben wir da ein paar Konsorten stehen. Flo Boyai, Davut Tuma mit links oder Dennis Hüseyin Bašić mit rechts. Ich glaube, Tuma wird es übernehmen. Also, Ball noch nicht freigegeben. Und es ist noch, glaube ich, genau ein Kickers-Fan da. Der René steht da unten und brüllt rein. Freistoßtor. Genau das wollen wir jetzt auch sehen. Ja, auf der anderen Seite doch noch ein paar. Ein paar wenige sind noch da. Schöne Grüße nach Offenbach in die Heimat. Auch von mir nochmal. Und gleich ist der Freistoß freigegeben. Aber ich glaube, an der Mauer muss sich da noch ein bisschen was verändern. Das sind nie im Leben 9 Schritte. Ich weiß auch nicht, was sie da noch besprechen gerade. Und jetzt gibt es da Auseinandersetzungen noch auf der Bank. Also wird noch ein bisschen gesprochen. Sreto Ristić kommt dann da noch dazu, um ein bisschen zu verhandeln. Ja, ja, gibt es ein bisschen, gibt es noch ein bisschen Stress. Aber wird gleich weitergehen. Alles geklärt. Jetzt Freistoß. Davut Tuma mit links über die Mauer. Aber knapp vorbei am Tor. Ganz knappe Sache. Schade, schade, schade. Gut getreten, dieser Ball. Und da haben wir sie nochmal präsentiert von Plutos, diese Wiederholung. Davut Tuma mit links, ja, viel Schnitt, aber dann doch einen knappen Meter rechts am Tor vorbei.
Lukas Hermes. Gegen zwei, schafft es nicht, dich durchzusetzen. Und Grafica setzt zum Konter an. Im Zentrum, ja, wird dann in die Mangel genommen von Flo Bojaj und auch von Denis Hüseyin-Bajic. Kommt dann nicht weiter. Folgerichtig gibt es den Freistoß für Grafica. Rechts raus, ein bisschen, ja, übersteuert diesen Ball, diesen Diagonalball auf die rechte Seite. Glück für uns, geht ins Seitenaus, gibt den Einwurf für den UFC. Ja, und der Schiedsrichter immer wieder mit Blicken Richtung Trainerbänke. Gibt es Diskussionsbedarf anscheinend. Wahrscheinlich die rote Karte auch immer noch, spielt da auch noch mit rein. Und jetzt diskutieren sie da hinten auch nochmal. Und ja, mit dem Linienrichter und auch auf dem Spielfeld gibt es auch noch eine kleine Diskussion. Hier sieht man es gerade nochmal, der Mann mit der Nummer 26 versucht das dann diplomatisch zu klären. Und hinten an der Bank geht es auch noch zur Sache. Also, na klar, können wir es von hier nicht hören, was da hinten beredet wird. Es ist aber, ja, erhitzte Gemüter, definitiv. Vor allem nach dieser roten Karte eben. Da sind wohl Richtung Ref ein paar Worte geflogen, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und Sreto Ristić mittendrin. Mal schauen wir mal, wie es hier gleich weitergeht. Ist ja eigentlich ja, komplett unnötig hier in so einem Trainingsspiel. Aber na klar, alle wollen sich beweisen. Alle sind ein bisschen müde über die Tage geworden. Kommt zu spät in Zweikämpfe. Und dann kann es halt auch mal rasseln. Sowohl auf, als auch mit den Schiedsrichtern neben dem Platz. Wird immer noch gesprochen, also immer noch diskutiert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was da abgeht. Der Ball in den Händen von Ronny Marcos, aber noch geht das Spiel nicht weiter. Jetzt sieht es so aus, als ob es gleich weitergehen würde. Also sportlich gesehen müsste es hier weitergehen mit dem Einwurf für den UFC. Und so ist es auch. Also, Ball rollt wieder. Ich, ja, kann ich nicht sagen, um was es da genau ging. Meine Spekulation habt ihr gehört. Ronny Marcos in die Spitze zu Dejan Bosic. Ja, und Lukas Hermes haut sich nochmal rein, schafft es aber nicht ganz, den Ball zu behaupten. Zieliński. Einwurf gibt's. Ja, und dann gibt's den nächsten Zweikampf. Moreno, der da gut dazwischen geht. Und dann, ja, tut's auch mal ein bisschen weh. Gibt den Freistoß für Grafica. Freistoß für Grafica Belgrad von der linken Seite, halblinke Position. Ein Frecher macht den direkt drauf. Und ist natürlich auch vom Vorteil, wenn der eigene Trainer auch serbisch ist, also Sreto Ristić kann sich natürlich gut unterhalten mit der gegnerischen Mannschaft. Das ist natürlich auch ein Vorteil bei solchen Diskussionen. Der Freistoß bringt übrigens nichts ein. Chance für den UFC vielleicht mal zu kontern. Weiter Ball auf die rechte Seite in Richtung Lukas Hermes. Hat er sich super runtergepflückt. Muss jetzt abwarten, bis er Hilfe bekommt. Der Pass zurück zu Moreno ist nicht optimal, bekommt er aber noch.
Und Zieliński macht es dann mit aller Ruhe zu Denis Hüseyin Bajic. Viel Platz jetzt im Zentrum für Flo Bojay. Und auf der linken Seite macht sich Ronny Marcos auf. Bekommt jetzt auch den Ball Ronny Marcos zu Flo Bojay. Gut hinterlaufen. Immer noch Bojay und holt die nächste Ecke raus für den UFC. Ja, und die Kickers weiterhin in Überzahl. Also ein Mann mehr auf dem Platz. Versuchen jetzt natürlich hier offensiv nach vorne zu arbeiten, aber Grafica steckt nicht auf. Die arbeiten weiter entgegen den Ball, zeigen offensiv, was sie drauf haben und sind weiterhin frech. Lassen sich gar nicht anmerken, dass sie hier ein Mann weniger sind. Kopfball Breitenbach war ganz frei zum Kopfball. Am 11-Meter-Punkt, aber leider rechts vorbeigesetzt. Gute Ecke aber auch von Tuma. Grafica Belgrad mit dem Befreiungsschlag genau auf den Fuß von Ronny Marcos. Super angenommen. Dann der Chip-Pass links raus zu Davut Tuma. Nochmal zurück zu Ronny Marcos. Und das ist wirklich nicht leicht. Also ich habe das Gefühl, Grafica hat so ein bisschen eine zweite Luft bekommen. So eine jetzt erst recht Haltung. Gehen weiterhin früh dran. Lukas Hermes wird nochmal geschickt. Und dann gibt es den Einwurf für den UFC. Vincent Moreno hat sich dann den Ball geholt für diesen Einwurf. UFC muss irgendwie versuchen, den Vorteil dann für sich zu nutzen auch. Dejan Bosic, Ablage zu Matthias Fetsch, nächste Ecke. Davut Tuma und Lukas Hermes steht bereit für eine kurze Ecke. Entweder also die kurze Variante oder Tuma macht es direkt. Sie entscheiden sich für kurz. Nochmal, Davut Tuma legt ihn ab zu Denis Hüseyin Bajic. Könnte draufziehen. Ja, abgefälschter Ball. Die nächste Ecke. Aber die Dinger gefallen mir ganz gut. Nur noch die Abschlüsse aufs Tor fehlen. Die Pässe klappen aber sehr gut. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, ob man direkt draufzieht oder nochmal den Pass in die Schnittstelle sucht. Als Spieler an der Strafraumgrenze, wie das jetzt zum Beispiel Denis Hüseyin Bajic war, hat es dann selbst versucht. Nochmal kurz ausgeführt. Hermes zu Tuma. Muss aber abdrehen, da wo Tuma. Und bekommt jetzt gleich mit drei Gegenspielern zu tun. Die ist nicht aufgegangen, die Ecke. Über links kommen sie jetzt. Kickers muss zurückeilen. Schafft das auch, mittlerweile wieder positioniert hinten. Die große Gefahr erstmal abgewandt, aber Grafica weiter an dem Ball. Guter Pass in die Schnittstelle, jetzt kommen sie zum Abschluss. Aber gut aufgepasst von Vincent Moreno. Ganz, ganz wichtige Aktion von ihm da. Geht weiter mit der Ecke. Die Aktion können wir gerade nochmal sehen. Wieder natürlich von Plutos präsentiert, diese Wiederholung. Und dann ist es in letzter Not Vincent Moreno. Nach diesem, ja, war ein super Steckpass da in die Spitze. Nochmal quergelegt. Und Moreno, wie gesagt, kommt dann noch gerade vor den Gegenspieler und klärt den Ball zur Ecke. Dejan Bosic ist da, köpft die erstmal raus und Davut Tuma, erster Mann am Ball. Freistoß, UFC. Zieliński wird angegangen. Spielt den Ball rechts raus zu Vincent Moreno. Ja, ja, wird ein bisschen gerasselt. Fahne geht hoch. Freistoß UFC. Lässt Vorteil laufen. Zieliński rüber zu Jason Breitenbach. Und Grafica steht wirklich erstaunlich hoch. Und sehr kompakt da in der Mitte. Super gespielt jetzt von Tuma und auch von Flo Bojay. Schafft es aber nicht ganz, sich da durchzukämpfen. Bosic nochmal gut reingespitzelt. Sicherer. Wichtiger Ballgewinn. War noch nicht sicherer. Denis Hüseyin Bajic bringt da nochmal ein bisschen Ruhe rein und macht das Spiel nochmal breit, wie man so schön sagt, mit Moreno, mit Matthias Fetsch und dann Lukas Hermes. Nochmal Hermes zurück zu Zieliński, Neuaufbau, diesmal über die linke Seite. Jason Breitenbach zu Davut Tuma, dreht sich einmal um sich selbst, immer noch Tuma. Jetzt muss der Ball kommen auf die rechte Seite. Zieliński übernimmt das zu Moreno. Lukas Hermes könnte jetzt mal steil gehen. Macht er auch. Abseits aufgehoben hinten. Und weiter geht's mit der Flanke. Ja, die kommt nicht gut. Immerhin schafft das zur nächsten Ecke.
Ja, und Tretoristisch will nochmal wechseln anscheinend. Gibt das Signal. Sieht von hier aus wie Rafa Garcia. Ja, und so ist es auch. Unser Spieler mit der Nummer 7. Kommt auf den Platz, vom Platz geht Davutuma, hat sich gut aufgerieben, immer wieder schnelle Sprints auch angesetzt, eben noch eine gute Aktion gehabt mit Flo Boya. Jetzt kommt also Rafa Garcia aufs Feld. Wird sich nach diesem Eckball, den er selbst ausführt, wahrscheinlich auch auf die linke Seite eher orientieren. Jetzt aber erstmal diese Ecke. Rafa Garcia, gute Flanke in Richtung Zieniecki, Abpraller landet bei Vosic und er schafft es nicht, den Ball aufs Tor zu bringen. Schade, schade, gute Situation. Super auch positioniert von Vosic, gerade den Abpraller gelauert und dann trifft er ihn nicht voll, diesen Ball. Setzt ihn da ein, zwei Meter über das Tor. Schade, aber der UFC kommt näher an sein Tor. Gut rausgespielt jetzt von Grafica auf der rechten Seite, aufpassen. Ronny Marcos, was ist der schnell? Schafft es auch in diesem Fall wieder zurückzueilen, zumindest zur Ecke zu klären. Und die gibt es jetzt also. Die Ecke für Grafica Belgrad. FK Grafica Belgrad. Wie gesagt, das Ausbildungsteam quasi von Roter Stern Belgrad. Flanke kommt rein, aber Flo Boya ist mit dem Kopf da. Und dann ist es Matthias Fetsch, der den Ball erstmal rausspielt. Garcia mit der ersten Aktion. Guter Pass zu Lukas Hermes. Schade. Kommt da nicht mehr ganz dran. Gut geklärt dann im Endeffekt. Von den jungen Serben. Aber Ronny Marcos schafft es immer wieder. Geht dazwischen und Breitenbach wechselt die Seite mal zu Vincent Moreno. Zurück zu Zieniecki und der UFC nutzt jetzt so richtig die Mehrheit aus. Passversuch da von Zieniecki in die Spitze zu Rafa Garcia kommt nicht ganz an. Schade. So, und jetzt haben wir gesagt, das TSW-Gewinnspiel machen wir mit dem Quickie-Verfahren. Und wir haben die ersten 17 richtigen Einsendungen. Eine Zahl zwischen 1 und 17 brauche ich, liebe Glücksfree, sage ich schon. Oh, wir sind schon eingefroren, alles im Mund schon eingefroren. Liebe Quicksilver-Fee, ich sag die Nummer 3. Nummer 3 gewinnt, wir schauen mal. Alles klar, drücke ich jetzt schon mal die Daumen an den Spieler mit der Nummer 3 quasi. Hüseyin Bašić. Und die Nummer 20 zurück zu Jason Breitenbach, der zu Tramontana und der UFC mit einem erneuten Aufbau. Wir haben die 73. Spielminute. Bosic wird angespielt, wartet nochmal ab und spielt den Ball zurück zu Zieniecki. Zu Hüseyin Bašić. Breitenbach dann links raus zu Ronny Marcos. Zu Flo Boyai, nimmt den Ball direkt mit. Gute Aktion von ihm, immer noch Flo Boyai. Zu Rafa Garcia, mit links die Flanke, kommt gut, aber findet keinen Abnehmer. Nochmal Moreno, jetzt müssen sie dranbleiben, der UFC. Lukas Hermes ist das, bleibt hängen am zweiten Gegenspieler und zieht dann das Foul, gibt den Freistoß für Grafica Belgrad. Und wir lösen direkt mal auf. Die Antworten waren natürlich einmal Paul Milde und Philipp Hosina, die beiden Neuzugänge. Und Milde kam vom TSV Steinbach-Haiger. Hosina kam von SG Dynamo Dresden und das hat richtig beantwortet. Los 3, Tim Riedl. Also, liebe Grüße an dich, herzlichen Glückwunsch. Du sollst uns doch bitte genau deine Anschrift schicken, deine Adresse, deinen Namen und so weiter. Und dann leiten wir das weiter an TSW und du bekommst deine VIP-Karte. Glückwunsch von uns. Zieniecki. Zurück zu Tramontana, der zu Dennis Hüseyin Bašić. Ja, und jetzt müssen sie aufpassen. Denn Grafica immer noch weiter in Offensivpower. Lukas Hermes auf der rechten Seite. Was macht er? Legt den Ball rüber zu Dejan Bosic. Ball kommt nicht an. Und Grafica kann kontern. Jetzt aufpassen. Matthias Fetsch ist da. Bügelt das Ganze nochmal aus hinten. Also, noch eine Viertelstunde, Schlussviertelstunde gleich in diesem zweiten Trainingsspiel. In diesem bisher, ja, sehr tollen Trainingslager. Also die Spieler wirklich mit besten Bedingungen hier nochmal zusammenfassend.
jeden Tag trainiert, jeden Tag auch Spaß gehabt, den Teamgeist nochmal neu und besser entfacht. Und jetzt also dieser Abschluss hier mit dem Spiel gegen Grafica Belgrad. Steht 1:1, OFC mit einem Mann mehr. Bin gespannt, wann sie hier Profit rausschlagen können. Rafa Garcia. Ein toller Seitenwechsel kommt er an. Kommt sehr gut an bei Vincent Moreno. Geht vorbei am Gegenspieler immer noch. Vincent Moreno zieht einen in den Strafraum. Moreno, schade, der bleibt am dritten dann hängen. Und Grafica würde gerne kontern, schafft das aber nicht, denn Denis Hüseyin-Bajic geht dazwischen, holt sich hier den Einwurf. Bosic zu Lukas Hermes. Jetzt nutzt er seine Schnelligkeit. Lukas Hermes zieht in den Strafraum ein. Immer noch Hermes. Muss jetzt abwarten aufs richtige Zuspiel. Am langen Pfosten lauert Flo Bojai. Und schade, 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 schade. Das muss es sein. Immer noch 1:1 und der Ball geht knapp am Tor vorbei. Hier haben wir es nochmal. Präsentiert von Pluthaus Vermögensberatung. Lukas Hermes wartet super ab. Dann der Pass an den langen Pfosten. Und Flo Bojai kommt einen halben Schritt zu spät. Schade. Aber wie gesagt, der OFC bastelt dran. Es ist vielleicht nur noch eine Frage der Zeit. Wir warten es weiterhin ab. Grafica Belgrad auf der linken Seite im Ballbesitz. Zieht in die Mitte. Rechts ist viel Platz, aber der Ball kommt nicht an. Landet bei Rafa Garcia. Super. Jetzt die Chance zum Umschalten. Flo Bojai links raus zu Ronny Marcos. Garcia geht noch eine Station weiter raus. Rafa Garcia mit rechts. Jetzt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Schade. Die wäre genau zu Bosic gekommen, aber noch dazwischen gegangen vom Abwehrspieler von Grafica. Hier sehen wir es nochmal. Also die Flanke von der linken Seite. Oh, kommt eigentlich sehr gut. Und Bosic stand auch perfekt. Sie wäre genau zu ihm gekommen. Hier sehen wir es nochmal in der Zeitlupe. Aber es ist der Scheitel von dem Gegenspieler. Sonst wäre das sichere 2:1 gewesen. Naja, weiter geht's mit der Ecke. Rafa Garcia seit seinem Einwechsel mit super Aktionen nach vorne. Übernimmt jetzt auch hier die Ecke. Hebt den linken Arm, Rafa Garcia. Ja, kommt nicht ganz an bei Zielinski. Denis Hüseyin-Bajic geht nochmal dazwischen. Ein bisschen Körperkraft, gibt den Einwurf für Offenbach. Zielinski zu Jason Breitenbach. Der wieder zurück zu Hüseyin-Bajic. Rafa Garcia weitergeleitet zu Flo Bojai. Ja, aber die Beine sind natürlich auch schwer. Nach so vielen Tagen Trainingslager. Jetzt sind wir hier auch schon in der Schlussphase dieses Spiels. Also es ist wirklich mega viel Sport jeden Tag. Und Grafica kommt nochmal durch die Mitte. Super Grätsche von Hüseyin-Bajic, also was der hier macht, ist wieder richtig, richtig gut. Fetch zurück zu Zielinski. Links wäre Ronny Marcos, Jason Breitenbach aber erstmal. Wieder zu Denis Hüseyin-Bajic mit dem Pass auf die rechte Seite. So, der OFC im Ballbesitz. Und ich sag's nochmal, wir brauchen eure Unterstützung. Ihr seht ja, wir machen hier jeden Wahnsinn mit. Selbst bei 70 Stundenkilometer Sturmböen hier im Ausland. Versuchen wir alles möglich zu machen. Und das Konto der Offenbacher Kickers ist eingeblendet unten. Da habt ihr es im Bild. Wäre ganz, ganz toll, wenn ihr euren Unterstützungsbeitrag entrichtet. Es geht auch 220 Euro Vorrunde, Rückrunde. Viele machen es in der einen Jahreshälfte und jetzt in der neuen Jahreshälfte wieder. Also das wäre toll. Oder 3,33 Euro in Dauerauftrag pro Monat. Das passt auch. Herzlichen Dank all denen, die sich beteiligt haben. Denn die haben es ja auch möglich gemacht, dass wir jetzt hier oben 10 Meter hoch ja, im fast schon Orkan stehen. Aber ja, es war ein interessantes Trainingslager. Es waren sehr, sehr besondere Rahmenbedingungen. Ihr habt das ja mitbekommen. Wir haben euch ja täglich informiert mit jeweils mindestens einer Sendung. Und das unter Corona-Bedingungen, das war nicht einfach. Aber es hat alles gepasst. Wir haben keine Verletzten, wir haben keinen Corona-Kranken, weder bei den Spielern noch bei den Fans gehabt. Also alles sehr diszipliniert.
Und ja, ich denke und hoffe, dass ihr ganz, ganz nah dran wart und glücklich seid mit dem, was wir hier für euch leisten konnten. Jetzt aber wieder Hossein Basic, unglaublich, schön links rausgespielt, da zieht er ein bisschen rein, das war Bosic. Und dann ist er wieder in den Reihen der Offenbacher Kickers, Ronny Marcos. Ja, und Gewinnspiel haben wir auch immer gehabt, immer jeden Tag einen neuen Partner und Sponsor. Heute Plutos Vermögensverwaltung. Das ist ein ganz, ganz starker Partner, Kai Heinrich und sein tolles Team, die uns schon so lange so gut unterstützen. Und jetzt erstmal schauen, der UFC, ja, da hat er Hermes angeschossen. Bosic schoss da Hermes an. Also, wie gesagt, Plutos Vermögensverwaltung, das ist heute der große Spielpartner. So, jetzt auf Höhe der Mittellinie Einwurf. Das versuchen sie schnell, zu schnell für die Schiedsrichter. Gibt es auch Proteste. Aber es bleibt erstmal beim 1:1. Hosina hat vorgelegt. Und wir hatten ja vorhin erhebliche technische Probleme ganz am Anfang. Die einen oder anderen haben es mitbekommen. Ja, wir haben schon eine Stunde vorher gesendet und haben heute Morgen schon um 7.50 Uhr deutscher Zeit angefangen, hier aufzubauen. Haben dann hier oben ausgeharrt und dann auf einmal ging das Internet aus. Ne? Und dann muss man aber sagen, die Türken, sie sind Improvisationsweltmeister. Ne? Dann sind sie hier rumgerannt und gesaust. Der eine ist gekommen, hat sein Handy als Hotspot zur Verfügung gestellt. Alles hier das Team von Göckmann, das war der Mehmet, den wir schon aus dem Trainingslager vor 2-3 Jahren kennen. Da hat er uns auch bedient mit dem Internet. Und der Kamil, der hat gesagt, hier, euer Kameramann ist weg, ich stelle mich dahin, ich mache das. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich mache das und ihr seht es ja, er kriegt es ganz gut hin. Herzlichen Dank nochmal. Also wir sind schon, ja, wie soll man sagen, sehr glücklich, wie uns die, oh jetzt aber, das ist jetzt, geht er vorbei? Geht vorbei, geht vorbei. Also, da können wir gleich auch nochmal reinschauen. Nein, aber Marius, ein Wort, die Türken, also sie haben uns hier prächtig unterstützt. Wirklich Wahnsinn. Also, besseren Service kann man sich kaum vorstellen. Vielen Dank natürlich auch nochmal von mir. Jeder Wunsch wurde uns wirklich von den Lippen abgelesen. Und ich würde gerne auch nochmal jemanden grüßen. Hause, und zwar die ganze SKG. Allen voran SKG am Buffet. Immer wieder lustig. Ihr seid nett schön, aber selten. Also, schöne Grüße gehen raus. Weiter geht's hier sportlich mit Garcia und Almin Mesanovic, der mittlerweile auch eingewechselt wurde. Ronny Marcos auf der linken Seite. Im Zentrum zu Bosic. Schafft es nicht ganz, den Ball zu behaupten. Aber kämpft dafür, ihn sich wieder zu holen. Gerade eine Riesenchance gehabt für Grafica. In Unterzahl fast das 1:2. In Überzahl fast das 1:2 kassiert. Jetzt macht Hermes aber gut, setzt nach, schade. Freistoß gepfiffen für Grafica. Also, ein paar Minuten haben wir noch auf der Uhr, es ist nämlich genau 7:30 offiziell. Und das ist also noch genug Zeit für ein klitzekleines Törchen. Hermes holt sich den Ball zurück. Spielt ihn zurück erstmal zu Enes Zengin. Und dann geht's hinter zu Tramontana. Ball ist weg. Also, das ist wirklich so, seit sie hier in Unterzahl spielen, hat sich nochmal ein anderer Schalter umgelegt bei Belgrad. Wir haben jetzt wirklich diese richtige. Ja, gut, dann zeigen wir es, dass wir es zu 10 auch gut können. Und die gehen hier wirklich drauf. So, und hier haben wir noch einen Gruß aller Widrigkeiten. Aller Widrigkeiten. Ja, zum Trotz. Danke für eure Arbeit und die Übertragung. Liebe Grüße an das beste Fanradio der Welt und Kickers-Fans weltweit aus Rüsselsheim. Ja, vielen, vielen Dank, Olaf, für deine tollen Grüße. Die kleinen Böls aus Rüsselsheim grüßen insgesamt. Danke euch. Auf geht's jetzt, der UFC. Ein Ball noch in die Spitze. Bosic wird geschickt, aber mit Gegenwind hat das zu tun. Wartet jetzt auf Mateo Andacic, der gesprintet ist, aber Bosic hat andere Pläne. Links raus, super Pass in Richtung Ronny Marcos zu Almin Mesanovic. Links wäre Garcia, wird jetzt auch angespielt. Immer noch Rafa Garcia. Wartet, bis Ronny Marcos hinterläuft. Jetzt kommt die Flanke, Ronny Marcos, aber kriegt er leider nicht mehr perfekt rum.
Und Belgrad macht das dann gut. Kämpft sich hinten raus und das auch noch spielerisch. Spielerisch kämpfen ist auch gut. Wie gesagt, die Kälte macht mir hier auch zu schaffen. Haben aber hier weiter den Ballbesitz. Ball geht aus auf die rechte Seite. Ja, gut aufgepasst von Ronny Marcos. Wird die jetzt abgepfiffen, weil hinten rechts Vincent Moreno angeschlagen auf dem Boden liegt. Wird jetzt da behandelt. Ja, hoffen wir, dass es hier nichts Schlimmeres ist. Also hat sich da auf den Boden gelegt und ja, muss jetzt da akut behandelt werden. Ja, hoffentlich ist das nichts Schlimmeres. Sehen wir es nochmal, unserem Physio Jörn. Naja, komm schnell wieder auf die Beine. Das brauchen wir gar nicht, ey. Fünf Minuten sind es noch, mal auf die Uhr. Die Kicker ist seit langen Minuten in Überzahl, steht weiterhin 1:1 nach... Einen machen wir noch, wir gewinnen das Ding noch. Einen machen wir noch, alles klar. Dann schwören wir mal darauf. Für Vincent geht es auch noch weiter. Vincent Moreno Giesel wieder auf den Beinen, ein Glück. Nach kurzer Behandlungspause geht es für ihn also hier noch weiter in die Schlussphase. Das eben gehört hier. Also Ronny Marcos habe ich ja gerade im Bild, der hat eben gerufen, Botze, komm, weiter, einen machst du noch. Ja, geil. Also die Anfeuerungsrufe auch hier zu hören immer auf dem Platz. Echt cool, das ist wirklich ein Teamgeist, der hier herrscht, der ist echt super. Mandacic, mittlerweile auch auf dem Spielfeld, Mateo Mandacic. Mit der Nummer 6 rechts rausgespielt den Ball jetzt in Richtung Lukas Hermes. Immer wieder schwer abzuschätzen, wie weit der Ball jetzt im Endeffekt kommt, weil der Wind hier wirklich unfassbare Maßen angenommen hat. Und das ist nicht nur hier oben so, sondern bestimmt auch auf dem Spielfeld. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Lukas Hermes jetzt beim Einwurf zu Almin Mesanovic. Matthias Fetsch passt auf und dann Andacic. Erstmal links raus, dann zu Marcos, in Doppelpass, Mitreffer Garcia, nein doch nicht, spielt ihn nochmal zurück zu Andacic. Und der zu Enes Zengi, zurück zu Tramontana, immer noch Tramontana, die machen es dann im Dreieck perfekt, so einfach ist Fußball manchmal, um sich da hinten rauszuspielen, aber wir wollen natürlich auch nach vorne, Enes Zengi, zurück zu Tramontana. Ondacic, Enes Zengin und dann erstmal raus damit. Posic macht das gut, stellt den Körper dazwischen. Weiter geht's, normaler Zweikampf da im Zentrum. Und Rafael Garcia geht nochmal dazwischen, holt sich hier den Ball. Ja, aber schade. Bisschen zu weit vorgelegt dann im Endeffekt. Jetzt haben wir wieder Enes Zengin und der hat ja auch noch einen Bruder, der spielt auch bei den Kickers. Ja, der Edin. Genau. Glaube ich, in der U19 noch, wohnen zusammen in Offenbach. So ist es und den Papa haben wir auch kennengelernt. Herzliche Grüße. Jo. Rafa Garcia zusammen mit Almin Mesanovic zurück zu Andacic. Ja, hält er einfach mal drauf, vielleicht aus dem Zentrum. Guter Schuss von ihm. Schade, der saust dann 20 cm über den Kasten. Tolle Schusshaltung von ihm. Und dann haben wir ja nochmal, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Boah, einfach mal drauf gelatzt. Schade. Das ist mal ein Strahl gewesen, doch. Leider dann knapp drüber. Ihr seht's. Naja, aber einen machen wir ja noch, Lars, hast du ja gesagt. Übrigens war nicht nur der Papa vom Enes Zengin hier mit dabei. Nee, der Papa vom Jason Breidenbach war auch da. Und der hat uns Geschichten erzählt. Also unglaublich. Vielleicht kann sich der ein oder andere mal erinnern. Wir haben da mal in Saarbrücken gespielt und verloren. Und Breitenbach war auf Saarbrücker Seite. Und nach dem Spiel kam der Jason Breitenbach in die Offenbacher Fankurve. Warum? Weil er seinen Papa dort besucht hat. Aber jetzt schauen wir erst einmal. Und das ist aber kein Problem für Tramontana. Ja, weil der Papa ist ja Kickers-Fan und Jason Breitenbach war ja auch Kickers-Fan. Der ist früher immer mit zum Hieberer Berg gefahren. Und ja, dann wollte er in die Fankurve gehen, aber dann flogen Bierbecher und alles Mögliche. Aber kannst du mal sehen, du, was für ein Einsatz. Ja, genau. Also das war da eine Saison, wo Saarbrücken aufgestiegen ist, müsste das gewesen sein. Und
erhitzte Gemüter natürlich. Ja, dann in blau-schwarzen Klamotten in die Kickerskurve gegangen. Das ist ja, mutig, kann man sagen. Ne? So, OFC, jetzt die wirkliche Schlussphase. Tramontana, komm, auf geht's. Jetzt machen wir noch was hier draus. 30 Sekunden sind es noch offiziell auf der Uhr. Dann ist das Spiel hier auch vorbei. Ich weiß nicht, ob er hier noch nachspielen lässt oder nicht. Es gab schon einige Unterbrechungen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das macht. Und ihr seht es hier, der Ball bleibt fast in der Luft stehen. Bei dem Wind, auch in den Palmen da hinten ganz gut zu erkennen. Misanovic geht dazwischen bei dem Pass und es gibt nochmal Ecke für Grafica Belgrad. Vielleicht noch eine letzte Aktion. Und der Schiedsrichter zeigt es gerade raus. 3 Minuten, glaube ich, gibt es oben drauf, wenn ich es richtig gesehen habe. Es wird so lange gespielt, bis die Kickers gewonnen hat. Ja, stimmt. Wir haben ja auch Heimrecht. Da müssen wir so lange spielen. Eieiei, also. Eine Ecke noch für Grafica und dann bitte nur noch Offensivaktion vom OFC. Noch ein erlösendes Tor. Und dann wäre hier das Trainingslager absolut perfekt zu Ende gespielt. Weitergeleitet und es gibt Abstoß. OFC, auf geht's. Jetzt nochmal ausschwärmen. Tramontana legt sich den Ball hin. Und es geht nach vorne. Tramontana schön flach angesetzt den Ball. Damit er nicht wieder in der Luft stehen bleibt. Und dann gibt es nochmal Freistoß für Grafica. Es gab einen kleinen Schubser von Andacic von hinten. Links rausgespielt. Aufpassen jetzt, OFC. Lukas Hermes stellt sich in den Weg. Sehr gut. Ballgewinn jetzt für Offenbach. Almin Mesanovic mit dem Ball am Fuß. Immer noch Mesanovic. Hat das Auge auf der linken Seite für Bosic. Scholle Annahme von Bosic. Links rausgespielt zu Rafa Garcia. Das könnte es jetzt sein. Rafa Garcia zieht nochmal in die Mitte. Nochmal zu Bosic. Nochmal Garcia. Mach ihn, Junge. Mach ihn. Und er macht ihn. Und es steht 2:1 für den OFC. Er macht das Tor in der letzten Sekunde dieses Spiels. Toller Doppelpass von Bosic und Rafa Garcia. Und er hat es wirklich gesagt. Einen machen wir noch. Und den gucken wir uns natürlich jetzt nochmal an. Super Übersicht von Misanovic, dann macht es Bosic toll mit Garcia zusammen und Garcia im Endeffekt ganz cool, geht allein auf den Torwart zu, guckt sich die Ecke an, in die er reinspielen will und dann sind es wirklich Millimeter und da passt der Ball durch. 1A abgeschlossen, 2:1 für den OFC und wir haben jetzt vielleicht noch 10 Sekunden zu spielen. Jetzt ist darf er abpfeifen, jetzt darf er abpfeifen. Jetzt darf er wirklich, also. So haben wir es doch besprochen, oder? Richtig, also. Pfeift das Spiel jetzt nochmal an. Ich freue mich, wenn wir gleich runter von der Kanzel sind und ein bisschen in windstilleres Zonen abdriften können. Ja, nee, also ich denke, wir ziehen jetzt schon mal ein Fazit. Das war ein sehr, sehr ganz besonderes Trainingslager und in besonderen Rahmenbedingungen mit Corona und so weiter. Aber ich denke, es ist alles gut gegangen. Und unsere Kickers haben sich hier nicht nur richtig gut eingespielt, sondern auch in den Testspielen richtig gut geschlagen. 3:1 Sieg. Und jetzt lege ich mich fest, heute gewinnen wir auch 2:1. Und dann fahren wir jetzt nach Hause, nachdem wir jetzt die ganze Nacht packen dürfen. Denn das dauert ewig, die ganzen kleinen Teile aus dem ganzen TV-Studio jetzt hier wieder zusammen zu suchen und in verschiedenste Koffer zu stecken, sodass, wenn ein Koffer verschwunden ist, wir trotzdem handlungsfähig sind. All solche Sachen muss man hier mit bedenken. Aber ich denke, das war's. Wir sagen mit rot-weißen Grüßen, ciao, ciao. Und ja, freuen uns, wenn wir uns dann wieder sehen. Das Tor spiele ich euch jetzt nochmal ein. Und das letzte Wort, das gebührt Marius. Ja, vielen Dank, Lars. Auch ich sage nochmal danke. War eine tolle Zeit und wir schauen uns jetzt einfach nur als Abschluss nochmal dieses Tor an. Hier gleich in der Slow-Mo nochmal Garcia mit dem Doppelpass mit Bosic. Super gespielt, geht dann vorbei am Gegenspieler. Guckt sich die Ecke aus und dann schiebt er ihn rein. Und damit sagen wir Tschüss und Danke aus Belek. Macht's gut.